So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EKB-Blog. Den Freenet-Internet-Tarif, den hatte ich hier schon mal in einem Video vorgestellt. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, das Ding mal selber zu testen und in Betrieb zu nehmen. Und zwar bei meiner Mutter, die ist umgezogen in ein neues Haus und die Telekom wollte 800 Euro für den Hausanschluss haben. Und da habe ich dann gesagt, naja gut, da kann man ja auch mal eine Alternative probieren, eben besagten Freenet-Internet-Tarif. Und jetzt will ich einfach mal ein bisschen darüber berichten, wie das Ganze so abläuft, wie das funktioniert, wie die Bestellung funktioniert und mit Router und dem ganzen Kram und am Ende, wie gut das dann funktioniert. Jetzt würde ich sagen, legen wir los. Schauen wir uns kurz nochmal den Tarif an. Hier unter freenet-internet bekommt man da die entsprechenden Infos. Die Verwaltung und Bestellung, die läuft dann über eine Smartphone-App, ähnlich wie bei Freenet Funk. Ja, der Tarif, der wird explizit auch als Art Festnetzersatz beworben. Hier sieht man es auch schon hier mit dieser Fritzbox, die hier symbolisch dargestellt wird. Freenet Internet, LTE für zu Hause und unterwegs. Das heißt, man kann ihn als Festnetzersatz nutzen, aber ich kann den auch irgendwo anders mit hinnehmen. Der ist jetzt nicht an eine Adresse gebunden und ich kann den im Prinzip auch in ein Smartphone ganz normal reinmachen und den da dann sozusagen als Datentarif nutzen. Auch das ist gar kein Problem. Er ist monatlich kündbar. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Das heißt, man geht da kein großes Risiko oder eine lange Vertragslaufzeit ein. Das heißt, wenn irgendetwas dann nicht funktioniert, kann ich das auch recht schnell wieder kündigen. Man ist im Telefonica-Netz unterwegs, also O2, Geschwindigkeit bis zu 100 Mbit pro Sekunde und Installation ohne Techniker. Klar, man bekommt ja am Ende nur eine SIM-Karte, die ich dann in einen Router hineinstecke oder ein Smartphone und dann bin ich im Prinzip schon online. Auch schön, der Preis 29,99 Euro monatlich ist sehr, sehr günstig, finde ich, für das Datenvolumen, was man da im Prinzip bekommt. Und es ist damit auch günstiger als jetzt viele DSL-Tarife. Ja, wir gucken mal die Tarifdetails nochmal an. Man hat unlimitierte Daten mit einer kleinen Einschränkung, komme ich gleich dazu. Bis zu 100 Mbit, monatlich kündbar, hatte ich ja schon gesagt, auch 29,99 Euro. Der monatliche Preis, dazu kommt nochmal ein Aktivierungspreis von nochmal 30 Euro. Datenvolumen ist unlimitiert mit einer kleinen Einschränkung und zwar ab einem Verbrauch von 1000 GB werde ich gedrosselt. Dann habe ich maximal noch 1 Megabit pro Sekunde. Ist soweit okay, finde ich. 1000 GB ist auch etwas, was man mit viel Streaming nicht so einfach erreicht. Und 1 Mbit, damit kann ich dann zumindest noch vernünftig surfen, Bilder verschicken. Und ja gut, Streaming wird ein bisschen schwierig, da werde ich dann nicht die volle Auflösung haben, aber ich bin im Prinzip nicht komplett offline. Es ist ein Mobilfunktarif, das sollte man auf jeden Fall beachten und bevor man sich den Tarif bestellt, idealerweise testet man einfach mal vor Ort, wie gut ist denn da der Empfang von O2, entweder über die Netzabdeckungskarten oder wenn man einen O2-Tarif hat, dann einfach mit dem mal einen Speedtest machen an der Stelle, wo ich das Ding halt nutzen möchte. Ansonsten ist ja wie gesagt monatlich kündbar, wenn es dann nicht funktioniert, dann kann ich das auch relativ schnell wieder kündigen. Ja, in unserem Fall hat sich jetzt hier ergeben, dass wir nicht die 100 Mbit erreichen, aber doch ganz solide Geschwindigkeiten, die im Prinzip ausreichen. Und da haben wir dann gesagt, ja, bestellen wir das Ganze mal. Die Bestellung, die läuft über die App, die lädt man sich dann runter für Android oder eben für Apple-Geräte. Bezahlt werden muss mit PayPal. Das ist ebenfalls vielleicht eine Einschränkung, die der ein oder andere nicht so toll findet. Die Abbuchung erfolgt monatlich dann über PayPal. Und ja, man lädt sich einfach die App herunter, installiert die auf dem Smartphone, dann kann man sich da informieren, nochmal über den Tarif und dann kann man das Ganze da auch bestellen. Die Bestellung sind ein paar Schritte, da gebe ich dann, lege ich ein Kundenkonto an mit E-Mail-Adresse, gebe meine Adresse ein, die Ausweisnummer zur Identifikation, mehr braucht es dann auch nicht, also die Ausweisnummer reicht, man muss da kein Video-Ident oder sonst was machen und dann bestellt man sich da eine SIM-Karte. Die SIM-Karte trudelt ungefähr so nach 2-3 Tagen ein und bis dahin entstehen auch noch keine Kosten. Das heißt, die Bestellung der SIM-Karte ist erstmal komplett kostenlos. Erst bei der Aktivierung, wenn ich die Nummer eingebe der SIM-Karte oder die scanne, dann verknüpfe ich das mit dem PayPal-Konto und dann wird das Ganze im Prinzip aktiv geschaltet. Die SIM-Kartenaktivierung, die dauert so 10 bis 20 Minuten. Das heißt, sobald die SIM-Karte da ist und das Ganze aktiviert, hat man dann im Prinzip nach kurzer Zeit dann auch schon Internet verfügbar. Wir haben uns für einen Router entschieden, wo wir das Ganze dann nutzen. Und zwar eine Fritzbox gibt es hier auf Amazon zum Beispiel. Wir haben jetzt hier diese AVM Fritzbox 6850 jetzt hier genommen, weil die einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis da ganz angenehm ist mit 180 Euro. Sie kann nur LTE, allerdings unterstützt der Tarif auch nur LTE und die
5G-Variante der Fritzbox hier, ja, die schlägt mit 520 Euro da schon ordentlich auf die Kosten. Deswegen haben wir gesagt, nee, nehmen wir jetzt hier die günstige Variante. Die Fritzbox selber ist ganz nett, da packt man einfach die SIM-Karte rein und ansonsten ist es eine ganz normale Fritzbox, außer dass sie halt kein DSL-Modem hat, sondern einfach die Internetverbindung über Mobilfunk hergestellt wird. Man gibt die PIN ein, man richtet das ein, der Rest ist im Prinzip genauso, wie man das von so einer Fritzbox kennt. Und das Schöne ist eigentlich, man kann die Fritzbox jetzt einfach nehmen, irgendwo einstecken und dann hat man im Prinzip Internet. Hat auch den Vorteil, dass man die Fritzbox frei positionieren kann, einfach eine Steckdose anstecken kann und dann sozusagen einen idealen Standpunkt sozusagen finden kann, der einfach vom WLAN her, dass ich das möglichst viel mit WLAN abdecke, dass ich das entsprechend positionieren kann. Bei einer klassischen Fritzbox und DSL ist ja meist so, gerade in Häusern, da kommt irgendwo der Telefonanschluss unten im Keller raus, da packe ich dann die Fritzbox hin, aber in die zweiten und dritten Stock oder so reicht dann das WLAN-Signal dann nicht mehr hin, da muss ich dann mit Repeatern arbeiten. Hier kann ich das Ding dann einfach positionieren. Und ja, ich kann das Ding auch mitnehmen, wenn ich will. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel ein halbes Jahr im Garten bin oder ein halbes Jahr im Haus oder unterwegs bin, kann ich die Fritzbox einfach einpacken, irgendwo anders anstecken und habe dann auch mein Internet. Ja, mein Fazit ist, sehr, sehr guter Tarif, hat alles sehr, sehr problemlos funktioniert. Wie gesagt, man muss vorher halt testen, wie die Empfangslage von O2 vor Ort ist. Und nicht nur der Empfang würde ich testen, sondern auch mal gucken, vom Speedtest her bekomme ich da die Geschwindigkeit. Und das war alles gar kein Problem. O2 hat hier sehr, sehr gut ausgebaut und wir haben da sehr, sehr schnelle Geschwindigkeiten, so dass man das Ganze auch als Festnetzersatz nutzen kann. Die Einschränkung ist natürlich diese 1000 Gigabyte. Wenn ich da drüber komme, werde ich dann entsprechend gedrosselt. Das habe ich bei DSL nicht. Aber 1000 Gigabyte sind auch schon eine Hausnummer. Da komme ich so schnell nicht drüber. Auch mit Streaming, wenn ich viel streame, viel Filme anschaue, viele Downloads mache, bin ich jetzt persönlich selber noch nicht über diesen Wert hinausgekommen. Ich hatte das selber mal getestet und bin dann so auf 400 bis 600 Gigabyte im Monat gekommen, auch bei intensiver Nutzung. Klar, wenn ich absehen kann, dass ich da drüber komme, dann muss man sagen, der Tarif ist nix. Der Tarif ist sehr günstig, monatlich kündbar. Das gefällt mir ebenfalls, dass ich da sehr, sehr flexibel bin. Ich kann ihn auch mitnehmen, wenn ich will. Ich kann die SIM-Karte aus dem Router herausnehmen, ins Handy packen, dann unterwegs nutzen oder den Router einpacken. Also das ist, finde ich, alles soweit ganz gut. Ja, also durchaus eine Alternative zum DSL-Anschluss, wie ich finde. Und ohne Vertragsbindung, ne, bei DSL habe ich ja meistens 24 Monate Vertragsbindung. Deswegen kann man durchaus empfehlen, wenn die Empfangslage das vor Ort eben hergibt. Ja, also ich habe hier nochmal einen kleinen Artikel dazu geschrieben. Link packe ich auch unten mit rein. Und ja, würde mich auch über Meinungen zu dem Video hier freuen. Vielleicht hat der ein oder andere den Tarif auch schon getestet. Würde mich interessieren, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom Kiwi-Blog.